So, und weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy 6. Ja, nachdem ich ein paar Tage ausgesetzt habe, muss ich dazu sagen, mir ist auch der Self-State flöten gegangen. Ich habe mich fast self-stated. Deswegen habe ich jetzt so ziemlich alles von kurz bevor man Edgar das erste Mal in World of Green sieht, als Gerard, was ja im Grunde genommen ein Anagramm ist, das glaube ich, von Edgar ist. Ja, ich habe mich auch ein bisschen verbessert, also ich, nein, du nimmst nicht den Genie-Helm, du nimmst Kristall-Helm. Da habe ich mich auch ein bisschen verbessert, also ich habe für Sabine jetzt die Kristallhemd, für Celes hatte ich eigentlich auch ein Kristall Rüstung gekauft. Dann habe ich hier für Edgar eine Kristallrüstung gekauft. Ich habe ihm auch noch ein Diamantschild, Diamantrüstung gekauft und ein Diamantschild sowie ihm die Adelskrone gegeben. Und für Setzer habe ich eben halt auch die Diamantrüstung, Diamanthelm und Diamantschild sowie die Trumpfkarte gekauft. Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen etwas besser gelevelt. Und wir führen jetzt mal auch weiter. So. Führt mich hier irgendwie weiter. Zu Gegnern. Jo. Sabine hat auch eine neue Attacke gelernt. Eine, die den Feuertanz nämlich aussetzt. Die Luftklinge. Wie man sieht, sie greift jeden Gegner an. Und ist windbasierend. Oh nein, nicht der Mundgeruch. Ach, das greift nur einen an. Gut. Das ist gut. So. Ist hier aber irgendetwas? Nö. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Hier wurde etwas eingraviert. Erau. Hier wurde etwas eingraviert. QSSI. Diese Gegner wohl so ziemlich feuerempfindlich sein sollten. Ich setze doch mal den guten Feuertanz mal ein. Okay, es hat nichts gebracht. Das ist das Problem, wenn. Ja, sehen halt schön, gut. Ja. Seelenheil. So. Ich werde dich heilen. Mir fällt auch gerade so ein, ich habe vollkommen vergessen. Dings. Hier wurde etwas eingraviert. Weht. DLRO. So. Diese Sachen brauchen wir nämlich jetzt. Ach, ich flüchte. Ich habe auch herausgefunden. Ey. Am besten Zombie. Schon wieder Zombie. Ich habe auch herausgefunden, dass bei Sabines Blitztechniken. Da sollte man wirklich. Ach, gehen wir in den Elixier. So. Obwohl, ich könnte das auch mal ein bisschen heilen. Ja, auf jeden Fall, dass man bei Sabine sollte man wirklich aufpassen. Und das nicht zu schnell eingeben, weil sonst passiert eben halt derselbe Fall, dass es immer daneben geht. Ich weiß nicht, ob er das dann nicht registriert oder so. Ah, schade.
Mugu. Ja, jetzt, ich hab zu schnell angegeben. Ich weiß nicht, ob er mal was registriert oder so. Könnte an meinem Gamepad liegen. Beziehungsweise an meinem Konverter. Weil ich glaube nicht, dass das gute PlayStation 2 Pad etwas eingravieren. Ja. Also muss da was Wichtiges ergeben. Das. Nein. Oh Mann. Warum kann ich mich jetzt an dieses blöde Rätsel nicht mehr erinnern? Das. Das muss einen Satz ergeben, das weiß ich noch. Aber was für einer? Das. Nein. Das. Nee. Das. Nein. In der englischen Version war es, glaube ich, was mit World.
Ach, das ist umgedreht. Das. Nein. Das. So, das ist. Bis zum nächsten Let's Play Part. Blattrix Spiel meldet sich ab, dann sage ich auch warum.